Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Splatoon Online. Wir sind auf der Tümmlerkuppel, immer noch im normalen Kampf. Und ich habe eine neue, ja noch weniger neue Waffe. Ich benutze jetzt das erste Mal zwar den 3R-Schwapper. Das ist eine stärkere Version vom Schwapper. Nämlich, der Schwapper ist eine Art Eimer. Und du kannst jetzt, ich glaube, in drei verschiedene Richtungen schwappt der, ne? So wurde es mir vermutlich zumindest versprochen, wenn ich mich recht erinnere. Und mal schauen, wie das... da hat auch einer den... Ha, was? Oh, ho, ho, ho. Ja, hab ich gebumst. Verdammt. Kommt wohl einer, der fühlt sich wohl ganz cool. Ey, du stirbst tot. Was macht das? Oh, das ist ein Schutzschild, scheiße. Hätte ich es mir mal lieber angeschaut, ne? Dann hätte ich das jetzt nicht so eingesetzt. Das war nämlich relativ dumm, tatsächlich. Naja, egal. Die Leute haben uns erkannt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir wieder unsichtbar. Okay. Okay. Das ist die Bombe. Alle, die von der Bombe getroffen werden, die werden uns angezeigt. Also meinem Team, soweit ich weiß. Hat er gedacht, kann er mich einfach von hinten nehmen, ne? Aber diesmal nehme ich ihn von hinten. Von hinten. Fuck, ey. Bam, bam, bam. Ha! Der Turps, Alter. Dann habe ich den Turps wieder erledigt. Hatte keine Chance. Natürlich nicht, wie auch. Ah, verdammt. Ey, du scheiß Arschloch. Na, hahaha. Bam, hast du das gesehen, Alter? Das war ein Profi-Movement. Hm. Ha, wir sind gut dabei, verdammt. Ich muss nur aufpassen, dass hier nichts passiert, was mir schaden könnte. Drüben passiert gerade was. Das ist von meiner Mannschaft, okay. Okay, du stirbst bitte. Ha. Gear hier sieht sehr merkwürdig aus. Da drüben ist was. Ach, von oben, verdammt. Komeda. Komeda habe ich erledigt, Alter. Komeda hatte keine Chance. So. Hops. Ich gehe jetzt mal darüber. Komme ich da jetzt rüber? Komme ich da so rüber? Kann ich hier oben drüber laufen? Ja, kann ich. So. Ha. Der wurde bedient, Alter. Alter, da hinten kommt einer. Nein! Oh, Mano! Fucking Turps, Alter. Der hat sich gerecht. Die Rache von Turps. Überkrass. Bam! Bam! Wir haben eindeutig gewonnen. Also der 3R-Schwapper gefällt mir auf den ersten Blick jetzt schon mal relativ gut. Ich bin ja gespannt, es gab jetzt eine neue Waffe, und zwar den Carbon-Roller Deko. Den habe ich mir gerade auch noch gekauft. Aber der Schwapper, war in Ordnung, war annehmbar, natürlich. So, und jetzt kommt der Teil, der rausgeschnitten wird, hoffentlich. Tschüss. Oh, da sind wir wieder. Oh, wieder auf der Tümmlerkuppel. Oh, Mann, oh. Was ist eigentlich die andere Map? Ich habe vorhin nicht aufgepasst, als ich Squid-Sisters und erzählt haben, was hier abgeht. Ich glaube, der andere Typ da, den ich eben ständig... Alter, die Musik. Es gibt ja auf dem Nintendo Deutschland-Kanal auch ein paar Making-Offs zu den... Ah, verdammt. Zu der Musik. Gab es ja schon zu Mario Kart 8 und jetzt halt auch zu Splatoon. Fand ich eigentlich ganz witzig. Ah, da in der Mitte sind wohl schon die Gelben, die machen da wohl schon Party hard. Alter. Okay, das ist schon, hätte ich nicht benutzen müssen. Das war quasi Verschwendung. Ich glaube, da kommt einer, ne? Bam, tot. Ah, verdammt, da war noch einer. Ah! Oh, wer war das? Ach, der Tarn X, den habe ich auch erledigt. Das ist immer... Die Verbindung bei Splatoon, die ist
meist nicht ganz so gut. Und dann passiert schon mal, dass da noch aus vom toten Spieler die Farbe rauskommt. Ha. Wow, verdammt. Ah! Oh nee! Der Kommando. Ich kann nicht lesen, was da steht. Kommando. Ich sag, da steht Kommando. Immer dieser Kommando. Immer will er das Kommando. Nur weil du es bei mir nicht kriegst. Ich wette, hier ist irgendwo einer. Ja, der sneakt sich hier so lang und will uns von hinten erwischen. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh Gott, hier ist ja alles gelb. Das sehe ich gar nicht gern. Oh, da hinten kommt einer. Hat er sich gedacht. Ey, wo ist er? Nein! Nein, ich habe ihn doch gesehen! Ah, ah, schnell hoch da! Wow, was ist passiert? Ich hab grad nicht auf den Bildschirm geguckt. Oh Gott. Es sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Vorne kommt einer. Nein, 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 stirb! Ha! War das wieder Tarn-X? Das war wieder Tarn-X. Ah, nein, nein, verdammt. Ich glaube, der ist hier noch irgendwo. Ah. Nein, nein! Ja! Doch, verdammt. Alter, was macht... Dieser Tarn-X, ne, der ist so getarnt. Das sieht man kaum. Der ist quasi unsichtbar. Hohoho, ist unsichtbar. Wir sind hier voll am ja. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Demontieren. Deutschland. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Wuhu. Interessant, ich weiß. Wow, Makrelenbrücke. Die Stage, die ich nicht mag. Ich wollte gerade voll die krasse Einleitung machen, somit. Ich habe jetzt endlich mal unten links auf den Bildschirm geschaut und gesehen, dass es noch die Makrelenbrücke zur Zeit gibt. Aber nee, habe ich dann nicht gemacht. Weil die Makrelenbrücke jetzt eh dran kam. So, als Zufall aber auch. So, machen wir das. Jetzt laufen wir hier so oben drauf lang. Dann merken wir, dass wir gleich keine Farbe mehr haben. Und deswegen eh runter müssen. Obwohl, wenn man lange nicht nichts macht, dann ist die Farbe auch wieder aufgeladen. Oh Gott. Hat die Person sich gedacht, ne? Mhm. Aber nicht mit mir! Nicht mit mir! Stirb! Ha! Wo war der? Wo ist der? Wo ist der? Fuck! Oh, immer diese Japaner. Wieder da nach links. Was hat er mit dem Links da? Der hat irgendwas hier mit dieser Seite. Ich weiß nicht was. Will der da oben dieses Ding da voll machen, weil... Oh, da kommt man... Da kann man doch drauf, was? Ich dachte immer, das wäre so eine Stelle, die man nur einschwappen kann, aber wo man nicht hin kann. Verdammt. Stirb, stirb! Ist tot. Ich wette, da steht einer drauf, oder? Da hinten ist einer. Mit einem Roller. Stirb! Ah! Fucking Lucy. Ah! Okay, hier... Wie heißt das Wort, auf das ich nicht komme? Ich komme auf das Wort nicht. Verdammt, da drüben ist einer. Ha! Da haben wir die kommen sie, der Grainist. Grainist? Ich glaube Grainist. Alter, der Grainist. Der wurde bedient. Verdammt. Hat er sich gedacht? So. Hinten mal ein bisschen
anspritzen. Schnell, schnell, schnell. We have not that much time left. Stirb! Ah nein, nein, nein! Der Blues immer noch erledigt, aber dann kam der scheiß Japaner. Nicht so scheiße, weil er ist ein Japaner. Und er hat mich besiegt. Ah, ja. Ich mag keine Japaner, die mich besiegen. Ah! Wo kommt der denn her? Der hat mich genau gesehen. Der hat auf mich gewartet, ich sag's euch. Schnell! Ein Kleckser! Bam! Das hat's gebracht. Durch diese Kleckser werden wir gewonnen haben. Wenn wir verloren haben, dann ist das nicht mein Problem. Ich bin nicht schuld. Ich war bestimmt der Besteste aus meinem Team. Der Einzigste, der gewinnt. Ha, ich war wirklich der Besteste. Ach ja. Ich habe eine coole Sonnenbrille. Das habe ich aber schon mal thematisiert. Wow, eine neue Ausgabe der Nachrichten. Oh mein Gott, nicht die Nachrichten. Ja. Fucking Nachrichten, wie viel Uhr ist es? Oh, es ist 20 Uhr. Das kennt man. 20 Uhr Nachrichten? Okay. Die schauen wir uns diesmal mal an. Also. Die News aus der Stadt, in der die Gezeiten nie ruhen. Inkopolis. Ein tentakuläres Hallo. Und nun zu den aktuellen Standardkampfarenen. Trommelwirbel, tada! Der Mietsrichter wollte sich mal eine Kokosnuss holen. Dann kam er nicht mehr von der Palme runter. Sag bloß, die Feuerwehr musste ihn retten. Ich habe hier mal den Mietsrichter gesehen. Sag bloß, wo wohnt er? Wohnt er am Ende vielleicht hier? Und nun zu den aktuellen Randkampfarenen. Trommelwirbel, tada! Immer wenn ich im Center bin, werde ich belagert. Sie müssen dich wohl mit jemandem verwechseln. Oh mein Gott. Von hier sieht der Hafen nachts richtig toll aus. Ja, und dafür musstest du mich um 3 Uhr anrufen. Na dann, Flossen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bleibt spritzig. Alter, wir bleiben so spritzig. So eine spritzige Person habt ihr noch nie gesehen. Fuck, wieso ist mein Gamepad so hell? Oder kommt mir das nur so vor? Egal, wir machen noch ein Match. Was ich noch... Oh mein Gott, der Pancasio Skatepark. Der ist ziemlich super. Ist einer meiner Lieblingsmaps. Ich glaube, der ist die Lieblingsmap nach den ersten beiden Arenen, die es gab im Spiel, die es auch im Testfall gab. Weil die sind eigentlich die besten, meiner Meinung nach. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube beim Grabber, die View tut er, verdammt. Schon wieder einer mit dem 3R-Schwapper, was... Wie sind die denn hier alle unterwegs? Ha! Damit hat er nicht gerechnet. Der Japaner. Da war doch wohl nicht so aufmerksam. Ha. Bums. Also hier geht's echt ab. Weil die Map, die ist halt eigentlich wirklich nicht groß. Verdammt, die wollen mich umbringen. Nein, sie haben es geschafft. Verdammt. Ah. Der Japaner, der hat sich gerecht. Ja, was mir aufgefallen ist bei der View. Da kommt es vor, dass so ein paar Bildfehler es manchmal gibt. Aber ich glaube bei den anderen... Bei N64 nicht so, oder? Will ich mir das mal ein? Ich glaube, ich bild mir das mal ein. Ah, verdammt! Ah! Wieder der Bana. Dann links ist einer, der... Scheiße. Das ist immer uncool. Wenn die so in dein Hauptquartier... Ah! Vordringen! Wie viele Japaner haben die in einem Team? Ich habe nur einen. Das ist unfair. Stirb, du scheiß Japaner, ey. Nein! Ah! Mann, ey! Es ist eben uncool, wenn dann die Gegner in dein Hauptquartier vorrücken. Oh, nee!
Jetzt rück ich ins gegnerische Hauptquartier vor. Was habt ihr jetzt davon? Außer bringe ich den noch um. So. Schnell, vorwärts! Die haben keine Chance, fuck ihr Japaner. Ich stirb ihr Hauptquartier! Ah! Ja, immerhin kann ich jetzt zu dem springen. Fuck! Da vorne sind schon wieder welche. Okay, ich hab einen Plan. Ich verteidige das Hauptquartier und die können da drüben ihren Kamikaze-Feldzug fortführen. Das Gefühl ist einer. Nein! Ah! Stirb! Stirb! Na, ah, hoch da! Hat er sich gedacht? Hat er sich gedacht? Ich habe ihn immer noch umgebracht. Aber ah, wir haben verloren, verdammt. Oder? Ja, doch. Eindeutig. Na gut, dann war es für dieses für mich Splatoon. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim informativstes Projekt auf dem Kanal. Und ich bin da mal weg, ne? Arrivederci. Tschüss. Ich bin so gut. Ich ja, okay. Ich sollte nicht so früh die tschüss.